Guten Morgen, ihr Lieben. So, ich wollte gleich Chili kochen. Und ja, dazu gibt es Baguette. Und da habe ich gedacht, naja, ich kaufe kein Baguette. Ich mache selber eins. Und zwar werde ich jetzt ein Röstzwiebelbaguette machen. Und da habe ich gedacht, dann hole ich euch mal wieder dazu. Ich hoffe, euch geht's gut. Hier ist noch früher Morgen, die Sonne lacht. Also alles gut. Ich zeige euch mal, was ich hier zurechtgestellt habe. Und zwar werde ich jetzt oder gebe ich jetzt, mach mal die Waage auf 0, 330 Gramm Wasser in meinen Mixtopf. Dann gebe ich dazu 7 Gramm frische Hefe, so ein Stückchen, das zerbrösel ich jetzt da rein. Und eine Prise, also ein halber Teelöffel Zucker. Das werden wir jetzt erstmal 2 Minuten auf 37 Grad erhitzen. So, auf Stufe 2. Und wenn die 2 Minuten wieder um sind, dann hole ich euch wieder dazu. So, ihr Lieben, die 2 Minuten sind jetzt um. Jetzt gebe ich die restlichen Zutaten dazu. Und zwar habe ich hier, ich muss mal auf meinen schlauen Zettel gucken, den ich mir, wie immer mein Schmierzettel, habe ich hier 370 Gramm Dinkelmehl und 130 Gramm Roggenmehl. Dann habe ich hier einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel selbstgemachtes Backmalz. Solltet ihr kein Backmalz haben, kein selbstgemachtes, lasst es besser weg, als dass ihr irgendwelches gekauftes nimmt, weil da kann euch immer wieder passieren, dass der Teig von innen noch klebrig, klatschig ist. Und 80 Gramm Röstzwiebeln gebe ich dazu. Das Ganze vermenge ich jetzt 5 Minuten Knetstufe. Und wenn die 5 Minuten um sind, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, ihr Lieben, die 5 Minuten sind jetzt um. Jetzt haben wir hier einen wunderbaren Teig. Den fülle ich jetzt in die große Glasmixe um. Und dann gehe ich erstmal die Zutaten für mein Chili kaufen. Und dann kann der Teig schön gehen. Zeige euch den sofort. So, da seht ihr die Zwiebelstückchen. Die sind jetzt ein bisschen kleiner, finde ich aber auch wunderbar. So habe ich das natürlich im ganzen Teig schön verteilt. Wie gesagt, ich mache jetzt den Deckel auf die Nixe und lasse den erstmal in Ruhe ruhen. Fahre dann einkaufen und wenn ich dann gleich weitermache, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, ihr Lieben, der Teig ist jetzt eine gute Stunde gegangen. Ihr seht auch wunderbar, was für Luftblasen der geschlagen hat. Jetzt verarbeiten wir den noch zu Baguettes. Den Backofen heize ich gerade vor auf 230 Grad Ober-Unterhitze. Jetzt gebe ich auf meine Teigunterlage erstmal mit dem Streufix ein bisschen Mehl. Dann werde ich die Baguettes auf dem Zauberstein backen. Und dann haben wir schon leckere, frische Baguettes zu dem Chili. Zwiebeln riechen wunderbar. Lecker. Kann man übrigens auch noch Speckwürfel reintun, wenn man möchte. So, jetzt falte ich trotzdem den Teig auch ein bisschen. Schön geschmeidig. So, wo habe ich meinen? Ich will daraus jetzt 3 Baguettes machen.
teile ich das Ganze mal in drei circa gleiche Teile. Das ist natürlich schwierig, aber so ungefähr. Mit dem Nylonmesser dürft ihr hier auf der Teigunterlage schneiden, ist gar kein Problem. Damit kann man übrigens auch wunderbar Käse, Brie oder so oder weiche Kuchen schneiden. So. Wir müssen keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Die müssen lecker schmecken. Lege ich jetzt auf den Zauberstein und dann lassen wir den nochmal abgedeckt ein bisschen gehen. Und derzeit kann der Backofen, den habe ich jetzt gerade erst angestellt, kann der Backofen noch ein bisschen hochheizen. Kleiner, aber wie gesagt, dann kriegt der meinen Nachbar. Ich koche nämlich heute für meinen Nachbarn mit, weil die Frau von ihm ist in Mutter-Kind-Kur. Dann gibt es einen großen Topf Chili. Dann habe ich ihn angeschrieben, ob er Chili mag. Dann würde ich für ihn heute mit kochen. Von daher kriegt er dann das kleinere Baguette. So, jetzt gebe ich von oben noch mal ein bisschen Mehl auf die Baguettes. Ritze ich die nochmal schräg, ihr seht alles, schräg ein bisschen ein. Und dann gebe ich, wie gesagt, nochmal ein Küchenhandtuch drauf. Kann das nochmal ein bisschen gehen. So, so sehen die jetzt aus. Ein sauberes Geschirrtuch drauf. Dann lasse ich das noch mal so eine Viertelstunde, denke ich, gehen. Und dann schiebe ich die in den Backofen, in den auf 230 Grad vorgeheizten Backofen, unterste Rost. Wie lange? Ich denke mal so eine halbe Stunde. Ich gucke aber mal, ich sage euch auf jeden Fall am Ende, wie lange sie im Backofen waren. Bis gleich! So ihr Lieben, die Baguettes sind fertig, die riechen super, die sehen super aus. Ich hatte die jetzt 30 Minuten in dem vorgeheizten Backofen auf 230 Grad, Ober-Unterhitze auf untere Rost. Ich habe die eine Viertelstunde ja abgedeckt mit dem Handtuch nochmal ein bisschen gehen lassen. Und jetzt zeige ich euch die mal vor der Kamera. Die sind wunderbar geworden. Ich glaube, ich muss die Kamera tiefer stellen, sonst könnt ihr nichts sehen. Moment. Schaut mal, wie schön die aufgegangen sind. Die sehen doch wirklich, wirklich klasse aus. Ich werde jetzt mal, nicht das für den Nachbarn, weil der kriegt ja ein schönes. Ich werde mal eins von unseren durchschneiden, damit ihr das von innen sehen könnt. Verschluckt. Moment. Wunderbar. So heiß. Schaut mal, wie schön und knusprig. Kann ich jetzt natürlich, also ihr hört, auch richtig schöne Kruste ist. Ihr seht von innen die Zwiebeln, richtig schöner Teig. Ach. Ja, ich schiebe die mal wieder aneinander, damit die Schnittstelle nicht zu trocken wird. So, Experiment gelungen. Baguettes kann man immer brauchen zum Grillen, zu einer Suppe oder so wie zum Chili oder was weiß ich.
einfach so mit einem leckeren Dip. Ja, ich freue mich, dass das so gut gelungen ist und vielleicht backt ihr das einfach mal nach. Ihr findet ja unterm Film in der Infobox findet ihr den Link zu meiner Homepage. Da findet ihr jedes Rezept auch als PDF zum Abspeichern oder Ausdrucken. Da findet ihr alle aktuellen Gastgeschenke und Angebote. Da könnt ihr euch zum Newsletter anmelden. Da findet ihr weitere Rezepte und Erklärungen zu Stoneware etc. Ja, und wenn ihr die nachgebacken habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ich ein Feedback von euch bekommen würde. Dann würde ich mich jetzt verabschieden und sage bis zum nächsten Film. Eure Judith. Tschüss, ihr Lieben.